Hallo, mein Name ist Tim Weißbach. Heute spreche ich mit dem Konstrukteur Tim Weißbach über seinen Puri, der als Bauplanbeilage in der FMT erscheinen wird. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo Tim, ganz meinerseits. Was war denn überhaupt deine Motivation zur Konstruktion des Puri? Mein Plan war es, ein einfaches Modell zu konstruieren mit kompakten Maßen und was vielseitig einsetzbar ist. Wie hast du diesen Plan umgesetzt? Die Suche nach einem passenden Konzept endete ziemlich schnell bei einem modularen Schwanzlosen, also einem falschen Nurflügel, weil er Seitenflossen besitzt. Die Flächen sind teilbar gestaltet, dass man das Mittelstück tauschen kann und somit ein breites Einsatzspektrum erreicht. Und welche Varianten stehen dann zur Verfügung? Ich habe insgesamt drei Mittelstücke konstruiert. Das ist einmal das Segler-Mittelstück, dann eins für Propellerantriebe und eins für Impeller, für 30 mm Impeller. Was kann der Puri als Segler? Als Segler hat man ein Griffstück zur Verfügung und einen Flitschenhaken. Damit lässt es sich quasi bequem aus der Hand starten und auch mit dem Gummi auf Höhe bringen. Richtig Spaß macht das Teil dann natürlich wirklich erst am Hang. Wie lässt sich der Puri denn dann motorisieren? Das Motormittelstück kann für Motoren von 5 bis 15 Gramm angepasst werden. Damit reicht das Spektrum wirklich vom leichten Herumtouren bis zu ordentlich Geschwindigkeit und es mal irgendwie auch krachen lassen kann. Was bietet dem Piloten dann die Impeller-Version? Naja, ein Impeller sieht optisch schon mal ziemlich sportlich aus. Für friedliebende Naturburschen ist es allerdings nicht geeignet, weil er schon ordentlich Lärm macht. Unterm Strich sieht das einfach cool aus und ja, klingt eigentlich auch ganz cool, wenn man Lärm mag. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die technischen Daten, dass wir eine genauere Vorstellung bekommen. Ja, also die Spannweite ist 65 cm. Das Gewicht geht eigentlich bei 100 Gramm los als Segler. Die Motorversionen liegen dann bei bis zu 160 Gramm. Der Akkuschacht ist für Akkus bis 2S450 ausgelegt. Und ja, die Tragfläche ist, wie gesagt, teilbar ausgeführt, dass man die Mittelstücke entsprechend verändern kann. Und die ganzen Komponenten werden in der Tragfläche untergebracht, weil es halt eben keinen Rumpf gibt. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man kleine Komponenten hat. Und was kann der Puri tatsächlich? Der Puri macht einfach Spaß. Als Segler in leichten Hangaufwind, also er zeigt die Aufwinde sehr gut an und durch die Wendigkeit kann er die dann auch richtig gut umsetzen. Mit einem leichten Antrieb kann man den durch alle möglichen Figuren in der Luft schubsen oder mit einem kraftvollen Antrieb, wenn man dann schöne, tiefe, schnelle Überflüge macht, das hat schon was. Oder wenn man halt mit Impeller mal richtig Lärm macht, das ist eine feine Sache. Was muss der Pilot können, um den Puri fliegen zu können? Der Pilot muss eigentlich nur Modelle bauen können und muss Modelle fliegen können. Und dann kann er je nach seinen Fähigkeiten den zu ihm passenden Puri bauen. Also da ist man echt variabel. Und steckt noch weiteres Potenzial in dem Puri?
Ja klar, also Luft nach oben ist immer vorhanden, ne, sage ich mal. Interessant wären sicher Antriebe wie Gummimotor oder vielleicht sogar ein Raketenmotor, aber das können dann gern andere Leute ausprobieren. Vielen Dank, dass du bei uns warst und so viel über dein Modell berichten konntest. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich auch.